Und damit seid gegrüßt an dem zweiten Genummer mit dem zweiten neuen Part. Super Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Wir verlassen jetzt erstmal diesen Kurs hier. Das lassen wir heute mal gut sein. Das haben wir offscreen schon so oft versucht. Ja, hier sind wir im letzten Part stehen geblieben, dass wir das versucht haben. Da sind wir gerade nicht weitergekommen. Also machen wir heute mal hier unten weiter. Da, wo wir im letzten Part auch schon waren, da gibt es auch heute einige Missionen zu erfüllen. In der giftgrünen Grotte, da müssen wir mal weiterkommen. Da gibt es einige Aufträge, die wir noch zu tun haben. Ja, ich glaube genau hier war es. Ganz genau hier. Finde die 8 roten Münzen, das haben wir jetzt vor. Rote Münzen sammeln. Eine giftgrüne Grotte. Dass ich den Namen richtig interpretiere. Die haben wohl so einen schwarzen, silbernen Mütze. Eisen Mario. Metal Mario. Metal Leute. Ja. So in der Art. Und dann geht's runter. Und dann wieder hoch. Ihr seht schon, da sind ein paar rote Münzen schon versteckt. Und dann mal schauen, ob wir hier alle rote Münzen sammeln können. Ob wir die hier alle auf einmal kriegen. Und dann auf jeden Fall den Stern für die roten Münzen. So, irgendwo ging es hier hoch, wenn ich das richtig erinnere. Da gab es eine Treppe. Ganz genau. Ich kann mich doch noch an die Zeiten erinnern, wo ich das auf dem DS gespielt habe, auf der DS-Version. Mario 64 DS. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da bin ich doch hier auch schon mal dran gescheitert. Naja, schauen wir mal. Ich wollte diese Aufnahmen, diesen Part eigentlich vertagen. Wollte es nicht heute machen. ja, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hatte heute wenig Bock drauf. Aber ja. Bei mir gibt es gerade eine Internetstörung. Ich habe gerade keine Internetverbindung. Der Anbieter hat gerade ein bisschen. Ja. Beim Anbieter gibt es gerade eine Störung. Weshalb ich. Ja. Kann man direkt so sagen. Habe ich nichts Besseres zu tun. Dann muss ich hier mal eine Runde Super Mario aufnehmen. Ich wollte es wie gesagt, ach verdammt. Ich hatte es vor, wie gesagt, zu vertagen. Möchte nichts machen, aber ich habe nichts Besseres zu tun. Dann muss ich jetzt hier, dann muss ich doch mal ran. Jetzt tue ich mich bei so einem einfachen Rätsel wieder schwer. Ja, Mario, das ist halt. Ich in Mario stehen. Kommen wir hier mal vielleicht außen rum. So, da hinten ist eine rote Münze. Ist das nur eine oder gibt es da noch andere? Machen wir das Ganze jetzt hier nur wegen einer roten Münze? Ich hoffe nicht. Plattform hier unterwegs. Ah, da gibt es noch mal rote Münze. In den Blöcken sind auch noch welche. Okay, das ist gut. Das ist eine. Zweite und so holen wir uns dort ab. So, und weiter geht's. Zwei Münzen haben wir schon. Gucken wir mal, ob wir in dem Block noch was finden. Ansonsten sieht es hier gerade nicht so aus. Vielleicht bringt das Auge hier noch eine rote Münze. Da ist noch eine rote Münze. Hier in den Blöcken sind jeweils welche drin. Ach, verdammt. Jetzt muss ich nochmal von vorne hier.
Und da wird hier erstmal rote Münzen gesammelt. Ja, wie ich, glaube ich, schon häufiger, ich konnte mich nicht darauf einigen, ob ich da häufiger oder öfters sagen wollte. Hab dann beides gesagt. So, 3 Münzen, Nummer 4, ich komme. Da muss doch in den Augen was drin sein. Es muss doch irgendwie. Aber wie tricksen wir die hier aus? Die guten Händen Bugs. Jetzt müssen wir die Kollegen noch besiegen. Nee, da ist keine rote Münze drin. Vielleicht ist das in anderen Räumen versteckt. Die rote Münze. Finden wir noch andere rote Münzen. Hier ist eine Karte. Aber die zeigt uns nicht die roten Münzen. Nebelamürend. Ah, okay. Rote Münzen irgendwo. Oder nur das Nebelamürend. Mhm. Ein bisschen Metallkappe. Dann können wir den Kollegen hier umrennen. Da bringt keine rote Münze. Der Kollege auch nicht. Okay. Hier geht's durch eine Tür. Wir jetzt zurück. Willkommen zurück. Ich fürchte fast, dass das in meinen Augen drin ist. Ah, da wären dann auch nur 2. 2 rote Münzen wären dann noch maximal zu finden. Muss ja nicht alles in diesem Raum sein. Schauen wir uns vielleicht trotzdem mal um, ob da oben noch welche sind, die ich finden kann, die ich übersehen kann. Sonst würde ich jetzt die Komplettlösung googeln. Meine mobilen Daten, die reichen wahrscheinlich nicht aus. Ja, ich habe keine mobilen Daten auf meinem Handy. Das ist ja auch immer schlecht. Immer diese Belegen. Ah, ich sehe noch rote Münzen. Da oben. Jetzt sollten wir mal darüber zu den. Da gibt es noch eine Plattform mit hier Leinen, mit hier. Nein, falsche Richtung. Genau gegensätzlich. So, hier rüber. Ach, Dreck. Bin halt die ganze Zeit. Ja, das ist jetzt viel Real Talk in dieser Folge. Real Talk. Wenn du halt ständig zu Hause sitzt und kaum unterwegs bist, brauchst du halt keine mobilen Daten. Da habe ich halt auch keine mobilen Daten. Deswegen, weil die sowieso immer in der Bude hock. Die verdammten Bugs hier. Sieh mal rüber. Bugs Bunny. So, mal schauen, wie viel Zeit wir hier noch verschwenden. Am roten Münzen sammeln. Sieh mal hoch. Ach stimmt, das kommt mir bekannt vor. Da fahren wir hier mit dem Zug. Block im Weg. Zerstört. Sven, alter Zerstörer. Nummer 5. Sind alle hier oben oder was? Nummer 6. Ist tot. Hier rüber. Die Maus. Die macht irgendwie Geräusche. Nummer 7 und 8 sind hier. Alles klar. Und da unten ist der Stern. Sehr gut. Haben wir die roten Münzen gesammelt.
hier ein bisschen Schaden nehmen. Und dann holen wir uns den Stern. Sehr gut. Zweiter Stern in dieser Welt. Stern Nummer 33. Und vor allem 120 zusammenkriegen. Weiß ich nicht. Habe ich schon öfters erwähnt. Das ist sprechen weiter. Ich weiß nicht. Bei dem einen Unterwasserstern hier tue ich mich auch schwer. Lauf auf den Grund des Sees. Ach, der Stern. Alles klar. Da waren wir ja schon. Ich glaube, das hat damit was zu tun. So mit Metall Mario. Durch die Gegend. Und hier erstmal sterben. So gehört sich's. Da sind wir noch nicht gestorben. Muss ich mal präsentieren. Gehört auch mit dazu. So. Na komm jetzt mal. Mal schauen, ob ich jetzt den Weg dorthin finde. Na toll, jetzt hier verbrannt. So sind wir auch noch nicht gestorben. Mit Verbrennung darunter gefallen. Jetzt will ich ja alle Facetten des Spiels zeigen. Das ist ja hier. Die Face gehören mit zum Let's Play. Das ist ja, muss ja hier auch präsentiert werden. Spielen in seinen Facetten. So muss das, so muss das, so muss das. Da bin ich auch noch nicht reingefallen. Und ein Game Over hatten wir heute auch noch nicht diesen Part. Deswegen. Ja. Will ich das natürlich nochmal präsentieren. Das ist. Wäre langweilig. So, geh mal runter. Von der Höhe aus bin ich auch noch nicht runtergesprungen. Ist auch noch nicht vorgekommen. Nee, gestorben bin ich daran jetzt nicht. Okay, das kommt mir bekannt vor, hier sind wir richtig. Dann müssen wir zu Nessie kommen. Müssen wir zu Nessie, ist das der Ort, wo wir zu Nessie... Müssen wir zu Nessie gehen? Da war ja irgendwo noch ein anderer See, wo wir hin wollten. Das war nicht Nessie, Nessie war woanders. Gibt's noch ein Leben? Was uns natürlich abhaut. Ah, aber wir haben es bekommen. Nötig, wie wir es haben. Doch, hier geht's runter zu Nessie, oder? Ah, da müssen wir hier hoch. Ich glaube, da müssten wir es mal auf ihren Kopf und dann dort. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Wo wir lang müssen. So. Die Gute ist noch hier. Die Nessie-Aufgabe haben wir, glaube ich, im letzten Part gemacht. Ja, das ist das. Das eine war der Metall-Mario zu kriegen und dann war das andere hier der Felsen auf dem. Oder der nicht vorhandene Felsen. Der Felsen war, glaube ich, in der DS-Version. Nein, nein, ja, wie ich die hier steuere, das muss ich auch noch hinkriegen. Das muss man auch noch rausfinden. Auf den Kopf steigen. Müsste auf den Kopf steigen, um die zu steuern. Ich vermute mal. So steuert es sich vielleicht besser. So, da kommt jetzt geradeaus. Will ich denn da hoch hin? Wo will ich denn eigentlich hin? Pack die Angelegenheit auf jeden Fall. Da will ich, glaube ich, hin. Hier, hoch. Sehr gut. Sieht das richtig aus? Ja, das sieht richtig aus. Hier gibt es eine kleine Mission. Metall Mario. Unter Wasser laufen. Hat er ihm jetzt den Stern? Noch nicht. Die roten Münzen gibt's hier. Die muss ich sammeln. Verstehe. Die bringen dann hier noch einen Stern. Noch eine rote Münzerstern. Und dann links reinspringen. Oberwasser sind noch ein paar rote Münzen.
Noch zwei. Fünf. Hier gibt es noch ein Leben. Oha. Das sind doch die restlichen hier. Sechs und sieben. Nur wo ist Nummer acht? Du musst nochmal mit der Münze finden, mit der Mütze. Unter Wasser gehen. Dann komm jetzt hier runter. Rote Münze. Rote Münze, hier ist die rote noch rote Münze. Und da ist der gelbe Stern. Schaff ich es noch bis hin? Oha. Nee, habe ich nicht mehr geschafft. Kriege ich hier nochmal einen. Da hinten ist noch ein grüner Block. Sehr gut. Da müssen wir hin. Grüner Block. Jetzt wird hier mal lang spaziert. Ein bisschen Beeilung wäre nicht schlecht. Ein paar Münzen holen. Sehr gut. Stern geholt. Das war die Mission. Speichern und weiter. Nummer 35 kriegen wir jetzt noch. Oder nicht? Lauf auf den Grund des Sees. Haben wir das nicht schon gerade gemacht? Laufe auf den Grund des Sees. Tja. Da bin ich aber jetzt überfragt, was wir hier noch anstellen müssen. Geh erstmal hier lang. Und sterb hier mit Metall Mario. Sind wir noch nicht. Gestorben sind wir hier noch nicht. Auf dem Grund des Sees. Ist ein anderer See gemeint oder was? Ich dachte, ich komme darüber. Vielleicht müssen wir da mal rüberkommen, um da irgendwas zu erreichen. Ja gut. Ich würde es ja jetzt googeln, aber wie gesagt, tut nicht gehen. Nächstes Mal wieder. Beim nächsten Part. Die roten Münzen haben wir gekriegt. Auf jeden Fall. Den Stern haben wir auch schon gemacht. Der jetzt uns nicht angezeigt wird. Aber den wir schon haben. Hier waren wir schon. Dann versuche ich vielleicht einfach mal andere Wege aus. Da drüben vielleicht irgendwo gab es hier noch. Gab es hier noch eine Tür, wo wir lang können? Hier durch, dadurch, und da kamen wir hoch. Da kamen wir gerade her, als wir lang gegangen sind. Und jetzt runter ins Nebellabyrinth. Da müssen wir den auf die Mütze geben. Metall Mario. Durch den Nebel durch. Hier gibt's was zu kriegen. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Da können's hochgehen. Nebel am Rund. Hier sterbe ich drin. Wenn ich aufpasse in dieser Hülle, in dieser Hülle. Ach verdammt. Ich gehe hier sterben. Münzen wäre nicht schlecht. Metall Mario. Das ist ganz praktisch. Wo kam man denn hier hoch? Da war doch hier eine. Nee, da kommen wir wieder runter. Und wo gab es doch hier eine Sache, wo wir.
hochspringen konnten. Irre ich mich da. Metal Mario! Metal Mario! Sonst sterben wir hier noch drin. Hier sind wir links. Da kommt man so hoch. Was gibt's denn hier zu sehen? Münze, die nehme ich natürlich mit. Die Maus. Verdammt, die fliegende Maus. So, wie geht's hier entlang? Geht's hier noch einen Stern für mich oder was? Auf jeden Fall hier stark geschädigt. Hier geht's raus. Was gibt's hier für mich? Da drüben gibt's einen Stern. Aber wie komme ich da hin? Erzähl mir was, Schild. Wenn du springst und den B-Knopf gedrückt hältst, klammert sich Mario an Objekte über ihm. Auf diese Weise kannst du dich auch von der Eule durch die Lüfte transportieren lassen. Was für eine Eule? Ah, okay, jetzt können wir erstmal hier lang klettern. Hier gibt's Münzen. Hier kommen wir vielleicht in unserer Quest weiter. Da gibt's einen Stern. Und der ist nicht unterhalb des Sees. Oh, verdammt. Wir waren so nah am Stern dran. Oh, Kacke. Okay, einen nehmen haben wir noch. Dann sterben wir sowieso. Okay, ich mache jetzt, bis ich den nächsten Stern kriege. Jetzt hier. Die dritten oder die nächsten. Keine Ahnung. Der dort ist. Ist wahrscheinlich der nächste. Und nicht der dritte, sondern irgendeiner. Das hat wohl nichts mit dem See zu tun. Oder bis ich Game Over gehe. Das ist wieder das Nebellabyrinth. Da haben wir zumindest schon ein paar Sterne, die wir noch nicht entdecken sollten. Bekommen. Auch nicht schlecht. Dann wissen wir schon, wie wir da hinkommen. Und dann. Jo, ganz genau. Diese Metallmario kriegt keinen Schaden. Kommen wir hier mal ganz schnell. Die blauen Münzen hätten wir auch hier mitnehmen können, aber gut. Irgendwie kommen wir da hoch. Ja, so. Alles doch. Hier mal in die Ecke. Von den Fledermäusen nicht besiegen lassen. Und mal ganz, ganz seltsame Geräusche. So, mit dem Klettern, da kommen wir doch, mit dem Hangeln kommen wir doch da ran. Jetzt sind wir aufgeladen. Sterben nicht sofort. Sehen, wir fallen da wirklich wieder runter. Also nicht loslassen, immer B gedrückt halten. Da geht es jetzt lang zu klettern. Dann erst über dem Grund wieder loszulassen. Ach, verdammt. Nein. Da fahre ich automatisch hier runter. Nein, ich hätte auch hochkommen können. Ja gut. Ich mach's offscreen und zeig's euch dann vielleicht irgendwie. Ja, mach's dann wieder. Ja. Schauen wir mal. Oder am nächsten Part. Ich denke, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Kleine Aufnahmepause. Damit ich nach oben sollte euch gefallen haben, lassen Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Oder im nächsten Part. Mal schauen. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.